So. Original gestartet. Das Giveaway ist am Laufen. Rennen mit euch. Es gibt zu gewinnen. Und es ist zu schwer. Dieses schöne Holi-Paket, heute sogar in Farbe, werden wir füllen. So. Da kommen dann... Moment, habe ich Platz? Scheiße. Seit wann ist das hier? Kann ich das rausnehmen? Fuck. Warte kurz. Der geht rein. Und der passt auch rein, ne? Guck mal hier. Das ist schon mal nice. Und einen Shaker muss ich auch irgendwie reinbekommen. Und dann dürft ihr euch aussuchen, was für ein Shaker. Aber das wird sein. Okay. Das kriegt ihr. Shaker im Wert von 10. Probierpaket im Wert von auch 15. Und einen ganzen Holi im Wert von 40. Also sind wir so ungefähr bei 250 Euro. Ja? Weil der Karton ist so viel wert. Also wenn ihr Bock drauf habt, Ausrufezeichen Raffle in den Chat und dann könnt ihr gewinnen. Ihr dürft euch sogar einen Shaker aussuchen. Wir haben hier 5-6 Shaker mit verschiedenen Motiven drauf, könnt ihr dann gucken. Alright, Musik ein bisschen leiser, ein bisschen zu laut. So angeheitert sind wir noch nicht. Chill, ganz ruhig mit der jungen Pferde. Ihr wisst Bescheid, Granatchester Opening, sagt eure Oma Bescheid, dem Hamster alles. Wir kommen rein, wir müssen jetzt noch gucken. Es kann sein, dass das letzte Grande Chest, ja, vorletzte. Ich werde noch ein Grande Chest Opening machen, aber die Season ist vorbei. Die Leute sind fertig gegiert. Wir haben keine Wetten, die wir abschließen können. Guckt die euch an. 94, 85, 85, 87, 85, 83, 85. Die sind fertig. Die sind, da geht nichts mehr. Da ist, aber heute haben wir noch richtig gut. Heute ist noch easy peasy. Und, aber wir machen nicht so lange. Nein, es wird. Hört auf mit Trinken jetzt. Buddy, ich hab noch nicht mal angefangen mit dem Intro. X-Wurst, wie letzte Woche, kommt schon direkt um die Ecke. Hör auf, trotzdem so. Nein, wir trinken nicht, wirklich nicht. Heute nicht. Heute nicht, ich kann nicht. Ich sag das jede Woche, aber heute wirklich nicht. Ich bin bei 1500 Kalorien Defizit. Seit einer Woche. Ich bin nicht nur nüchtern, Kopf ist nüchtern. Wenn ich jetzt 1 Milliliter. Alkohol trinke, sofort auf dem Boden. Ich bin sofort im sofort. Sofort bin ich weg. Und deswegen darf ich nicht. Okay? Lasst mich in Ruhe. Wir spinnen den Wheel und es geht direkt rein. Okay. Ich entscheide einfach. Das ist die Regel heute. Ich entscheide. Okay? DPS, ich entscheide. Was wollt ihr sehen? Drei von drei. Mage? Okay, machen wir Mage als erstes. Let's go, fucking Mage. Mage hat leider keine Mythic Vault, weil der Raid ist ausgefallen von dem Mage. Ich hoffe, diese Woche findet er statt. Und der braucht... Er hat auch schon gutes Gear. 486. Auf eine Wurst. Nein, wer ist das denn jetzt? Weg da, ich bin Arzt. X. Das bist doch derselbe. Der eine hieß X-Wurst und dann kommt weg da, ich bin Arzt X. Das ist schon sehr sus. Das ist doch derselbe Spieler. Nein. Hört auf. Gut. Das ist dieses Meme, ne? Ich höre das jedes Mal. Two Shots of Vodka Meme. Guck mal, ich habe das schon mal gegoogelt. Hier. Das ist dieses Meme. Und ich habe jedes Mal, wenn ich das höre, habe ich den... Jedes Mal habe ich den im Kopf wieder völlig besoffen die Treppe runterstorkelt, Digga. Und ich will nicht so enden, also schnauze jetzt. Also, was brauchst du denn? Warte kurz jetzt mal. Sockel. Ich brauche einen Sockel. Scheiße. Ich kriege keinen Sockel. Dann, ey, das nächste wäre, dass ich direkt Abendschienen mit Sockel drin geprockt drin hätte. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1... So lange, wie die Dinosaurier ausgestorben sind. Und dann hole ich die Flasche und ex sie sofort weg. Wenn das machen wir, ich schwöre dir, das machen wir. Ist das ein Deal? Wenn das random Armschienen mit Sockel drin sind, ich ex die Flasche sofort weg. Das kann nicht passieren, Chat. Aber dafür machen wir keinen anderen Deal, okay? Es geht los. Opener, let's fucking go. Gib mir irgendwas Gutes. Gib mir irgendwie... Will ich den haben? Nee, ne? Nee. Der ist gut für Feuer, oder nicht? Feuer will auf Versa Haze gehen. Ich werde aber auch kein Feuer spielen. Biss ist, glaube ich, Biss für Feuer, ja. Für Feuer ist er Biss. Die Sache, ich könnte jetzt 2 Token auf Merit nehmen.
was so gar keinen Sinn. Ich komm, ich nehme das mal, falls wir mal Feuer spielen. Hört, was ist mit euch? Hä? Digga, X-Wurst, weg da, ich bin da. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wer war das jetzt? Schnupp, dankeschön für dein Sub für 5 Minuten, habe ich gerade erst gelesen. Dankeschön. Das sind jedes Mal 3 Euro, die die Leute da rausholen. Dankeschön. Vielen Dank. Ist auch gerade gut für dich, weil du zu viel Crit hast als Voss. Ich bin ja kein Voss, ich bin Arcan. Ich bin nur gerade Voss geskillt, weil ich einen Key als Voss gemacht habe. Ich bin Main Arcan mit dem Char. Alles auf Arcan. Warte. So. Ja, und das sind die Werte mit Arcan, das ist okay. Ich habe mal ein bisschen wenig. Ne, ja? Wer? Stifler 01, siehst du? Er hat gesagt, stopp, ab jetzt keine Wodka-Memes mehr. So, nächster Char, auf geht's. Spin the wheel. Die wichtigen Chars kommen noch, okay? Erstmal machen wir die ganzen Müll-Chars, die eh kein Upgrade haben. Zum Oh, shit. Okay, jetzt dürft ihr spammen, aber nicht 3 von 3, ne? Ihr wisst, was jetzt kommt. Nein, nicht 3. Nein, 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 nein. Ja, 2 von 3, aber das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Letzte Woche haben wir nicht einmal durch das Rad des Schicksals trinken müssen. Nicht einmal. Und jetzt schon beim zweiten Mal würfeln, 2 von 3 zu haben, ist eine Vorahnung. Hunter? Okay, machen wir Hunter. Hunter hat, hat er gerade gesagt, you're going to die? Hat er mich bedroht? Anzeige, sofort. Und um dafür gerade Rad, gönnt Rad heute. Bitte, hast du schon gesoffen, X-Wurst? Hast du schon... Okay, Hunter. Welchen Deal können wir mit dem Hunter machen? Hunter ist okay. Hunter hat okay Damage. Hat das schlechteste Gear von allen. Ja, der ist bei 481. Das ist das schlechteste Gear. Nicht mal der Handschuh-verliebte Priester hat so wenig Gear. Und trotzdem macht er okayischen Damage. 250k overall ist fein, wenn du mit fucking Young Turbo unterwegs bist. Der 491 Gear hat. Und Genius, der einfach nur Legendary hat und sonst nichts kann. So, und was brauchst du denn? Bruder, der hat, braucht Ringe. Der braucht Ringe, ehrlich. Gib mal guten Haste-Ring mit Sockel, ich mach dasselbe. Wenn da jetzt ein Haste-Ring mit Sockel drin ist, ich ex die Flasche. Wenn da Waffe drin ist, auf 483, dann wird nur die Flasche geholt, aber wird nicht getrunken, okay? Das, komm, das ist schon sehr großzügig, wir machen auf. Oh, Brust, brauchen wir nicht. Müll, Müll. Müll, nächste Woche dann Sockel. Ja, brauchen wir, warte mal. Ein Sockel für nicht mal, warte, wir können den Sockel nicht mal, nee. Scheiße, Bro! Ey, Jungs, ihr müsst mich bitte zwingen und überreden, dass ich mit dem mal so ein bisschen Dings farme, ja? Aspects farme. Weil der Char ist Müll und der kriegt nur Müll und ich, die Vault ist auch nur Müll. Ich muss mit dem Raiden gehen, ich muss mit dem N Plus gehen, ihr müsst mich zwingen. Ne? Weckt mich nachts auf, ruft mich auf mein Handy an und sagt so, ey, hör auf zu faulenzen, komm online, mach Stream an jetzt, wir gehen, komm. Ja, und dann gehen wir los, okay? Also, nächster Char, auf geht's. Keine Idee, warte mal, keine Idee. Oh, Gott damn it, Alter. 1 von 3 ist resettet, easy peasy, gar kein Problem. Heiler, machen wir Priester, komm. Dann haben wir die 2 Müllchars weg. Haben wir die Chars Müll, dann weg. Hier, ne, da, da. Was ist das denn? Achso, ja, stimmt. Der ist jetzt Bauarbeiter, aber der ist mit Ausheben beschäftigt. Deswegen hat er so eine Kelle dabei. Das sieht verdächtig aus, wie die Kelle, mit dem Dumbledore gezwungen wurde zu trinken, ne? Ruf mich an, ruf mich auf mein Handy an. Oh mein Gott, Bro. Bro. Ruf mich an, ruf mich auf meinem Two Handy. Shots of vodka. Du bist so eine... Wer kennt das noch? Oh mein Gott. Guck dir die... Bro, ich hab so Gänsehaut. Ruf mich an, Alter, ruf mich auf meinem Handy an!
Zucker. Du hast mich gerade an einen Nostalgie-Trip des Todes, Junge. Call on, ja. Das, und Spicer Wish bestellt. Boah, das war unsere Werbung. Alle 90er-Kids da draußen, let's fucking go. 80er, 90er-Kids, die kennen die Werbung. Jeder kennt diese Werbung. Hau den Crazy fucking Dan. Nein. Crazy Fog war damals schon Gehirnwäsche. Lass mal, mach mal nicht, Bro. No. So. Also, ich kenne den Priester. Ich kenne die Geschichte des Priesters. Priester, immer Handschuh. Immer. Vor 2 Wochen hat er richtig beste Biss Gürtel bekommen, den ich immer noch nicht aufgewertet habe, weil ich noch keine... Oh, ich habe Aspects. Warte mal. What the fuck? Aber ich muss noch upgraden. Okay. Was brauchst du? Was für einen Deal können wir machen? Chat. Eine High Haste Secondary Set, egal. High Haste Mythic Waffe, aber 2 Hand, weil ich habe sonst Offhand, hätte ich nicht. Hätte ich wohl, aber müsste ich dann. Nee, 2 Hand. Am besten Iridal, wie auch immer das heißt. Iridal, Schmiridal. Ich mach mal auf Shadow. Das wäre geil. Oh, wenn Iridal drin ist, exit die Flasche. Das war's, mehr mache ich nicht. Immer wenn ich das sage, dann schlimm. Dann mache ich noch 3 weitere Deals. Als einzige vielleicht noch Umhang. Umhang mit High Haste auch, okay? Das war's. So, aber dann wird nur die Flasche geholt. Das sind die 2 Deals. Mehr machen wir nicht. Das geht los. Auf geht's. Oh, aber die ist gut, ne? Ja, kann man nehmen. Ja, das nehme ich. Die ist gut. Ja, gut. Ist sogar Biss, würde ich sagen. Eine der Bissringe. Mit higher Versa, aber ist fein. Du brauchst umso mehr Versa. Das ist sogar Biss. Ich schwöre dir, das haben die an. Wir gehen mal gucken. Das haben die High Dudes an. Pass auf, wir gehen gucken. Haller, Dissi, Ring. Da haben die nicht an. Haben die doch da. 10% der Leute haben es an. Crit Haste, Haste Versa und dann hergestellt, Haste Versa, okay. Aber ist derselbe Ring, nur mit mehr Haste. Aber ich, weil ich schlechter bin und weniger Survival, nehme ich den. Der ist fein. Ist einer der Bissringe. Aber Biss wird nicht. Nein. Nein, na, es ist, nein. Wer hat das gepostet? Wurst, was ist mit dir? Boah, du gehst doch richtig rein, ne? Ich wusste, wenn ich das Wort Biss auch nur ausspreche, dass sofort dieser Clip kommt. Wo habt ihr diesen Clip? Der hat mittlerweile 577 Views. Ich habe aus Versehen einmal was gesagt. Das war nur für diesen GCO. Das wird immer wieder gepostet. Da habe ich doch sogar gesagt, das ist nur für diesen GCO. Was habe ich da gesagt? Haben die einzelnen Kisten auf und wenn dort ein Biss-Item drin ist oder das, was wir anticipaten von wegen, oh mein Gott, du brauchst unbedingt ein Trinket und wenn das dann drin ist, dann wird auch nochmal schön, abhängig davon, wie insane das Item ist, das auch nochmal einer, maybe sogar 2 gebechert. Ja, das war aber nur für den. No. Oh, what the fuck? Benny, warte kurz. Benny, ich hab Sound Alert aus. Warte. Let's fucking go! Der Berdi. Was habe ich denn genommen jetzt hier? Achso, den Ring. Den ziehen wir. Benny Kobel, danke für 20 Gifts. Insgesamt schon 304. Ausrufzeichen Liebe dafür in den Chat. Regel ist Regel. Nein, das war schon Berni. Bitte unterstützt mich. Berni, bitte gib mir ein bisschen Rückendeckung. Dankeschön erstmal. Wir gehen erstmal jetzt in den nächsten. Komm. Nicht labern, würfeln. Apropos würfeln. Kommt in den Giveaway, Leute. Ausrufezeichen Neffel. Wir können Giveaway hier. Könnt ihr gewinnen. Hier. Gewinnen. An die ganzen Leute, die jetzt in letzter Woche, wir haben letzte Woche super viele Leute, die mit dem Ausrufezeichen Holy, mit dem Link, bestellt haben. Und die haben gesagt, okay, ich bestelle und wenn nicht gut schmeckt und wenn gut schmeckt, ich gebe dir Feedback. An alle Leute ehrliches Feedback geben. Wie fandet ihr es? Die meisten, also ich kenne keinen, der sagt, schmeckt scheiße. Alle sagen, schmeckt geil. Wirklich, wallah. Alle sagen, schmeckt geil. Best. Und es, wie finde, stößt es bei euch auch so krass an wie bei mir, wenn ihr trinkt danach 3 Tage? Bei mir ist das so. Ich trinke Holy Brody komplett, deswegen nehme ich ab. Spindelied. Ey, der denkt immer tief frei hinterher im 31. Dankeschön. Es ist, oh shit. Ihr wisst, was das bedeutet. Ab in den Chat. 2 von 3.
Heiler. Nehmen wir den nächsten Heiler, und zwar den Evoker. Aber der Evoker kann keinen Upgrade drin haben. Das ist auch schade, ey. Der Evoker ist biskiert, außer Tindral, Trinket, hat er noch halt auf AC statt auf Mythic. Aber ansonsten ist der insane Biss. Ne? PBTV, dankeschön für deinen Follow. Moin. 3 von 3 trinken. Nein, nein, nein. 2 von 3. Genius. Ich mach gleich deinen Emote in Real Life. Das war zweiter Heiler. Der erste Heiler war doch Priester dann. Zweiter Heiler ist jetzt der hier, Mann. So, hier, guck den dann an. 486,7, die beiden Trinkets. Er hat noch 1 Million Aspects. Hat sogar noch so ein Ding drin. Also das sind auch nochmal 60 Aspects. Hat sogar einen Augment Rune, aber raidet nicht. Weil, scheiße. So, und er kann kein Upgrade ziehen. Wir stellen hier actually auf Preservation, weil wenn, dann würde ich den als Heiler spielen. Und was will er als Heiler haben? Warte, wir gehen zuerst gucken, dann machen wir auf, ganz schnell. Was ziehen die Heiler an? Healer. Preservation. Aber im Raid. Wenn dann für Raid. M plus scheißegal. Trinkets. Welche Trinkets zieht ihr an im Raid? Pips und. Oh. Okay. Hab ich noch nicht, ne? Hab ich noch nicht. Okay. Wenn das. Doch, da. Aber wenn das Trinket auf Mythic drin ist, ich hol Flasche. Sofort. Ich trinke auch sogar direkt einen. Aber ich ex nicht, okay? So krass ist jetzt auch nicht. Ich hab's ja schon. Das ist nur ein bisschen Upgrade. Machen wir? Ist okay. Let's go. Fucking geil. Finde ich das? Nee, ne? Versa ist halt einfach so kacke. Boah. Versa ist so kacke, Mann. Wo ist das Biss? Wo ist das Biss? Das Arsch ist das höchstens. Werden wir nicht anziehen. Einfach Biss schreien. Jo, wo hab ich den denn her? Wir nehmen das hier. Dann können wir uns nächste Woche einen Sockel holen, den wir eh nicht brauchen. Ist Red Biss. Ach so. Wer ist das gut? Nein, wer ist das scheiße? Wer ist das wirklich? Ich glaube, über alle drei ist Flex and Mac, oder? Nee, beim Links ist noch ist okayisch. Beim Devastation. Aber für Augmentation ist Versa richtig ass, Alter. So richtig schlimm. Minus. Ist wirklich Biss. Okay, ihr könnt den Business-Ding spammen. So, Castile, hi! Okay, jetzt darf. Pass auf, ich habe nur vor einer Sache Angst. Ich drücke auf Spin the Wheel und wenn da jetzt Heilung kommt, habe ich ein richtig großes Problem. Auf geht's. Oh mein Gott, war das close. Das ist DPS-Chat. Ey, das ist. Ihr seid immer gut. Ihr geht an den Bildschirm ran mit Mikroskop. Habt ihr eh. Damit ihr. Ne? So, sag ich jetzt nicht. Aber das ist DPS. Das ist 100% DPS. Und der wichtigste DPS ist der Schamane. Wir machen Schamane jetzt auf. Das ist der wichtigste DPS. Da kommt auch der fetteste Deal von allen. Warum? Was sind das für Dinger, Digga? Der Schamane raidet morgen bei Unlucky. Das ist ja die neue Gilde, bei der ich mit raide. Die raiden immer donnerstags und montags. Und wir haben ganz schnell eben mal so CE geholt jetzt und jetzt fängt der Reclear an. Und ich gehe da erstmal mit dem Enhancer mit für ein paar Wochen, ja? 1-2 Wochen. Danach vielleicht auch mal Heiler, habe ich gesagt, habe ich schon vorgewarnt. Aber wir gehen hier rein und der braucht noch Gear. Der wird aus dem Raid nichts bekommen, aber der hat eine M-Plus-Vault. Und zwar eine. Und was er daraus braucht ist. Pass auf, wir machen das ganz easy. Ohne Sockel, wenn da etwas drin ist, was über 400 DPS drin ist, ich hole und trinke einen. Mehr nicht, mehr machen wir nicht, das war's. Ja, und die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber klein, weil er nur einen M-Plus hat. Ist halt so, machen wir so. Auf geht's! Habe ich doch mehr Keys gemacht als einen? Habe ich mehr Keys gemacht? Oh, doch, ich habe mehr Keys gemacht, damit wir... Oh, scheiße. Ich habe vergessen, dass ich 4 Keys gemacht habe. Fuck, ich habe vergessen. Das waren die 16er Keys, aber nur. Ja, okay, das ist egal. Das ist drin, ne?
Was habe ich gesagt? Über 400, ne? Scheiße. Über 400. Wir müssen simmen. Wir müssen simmen. Wir müssen simmen. Was habe ich. Was habe ich. Nein. Nein. Scheiße. Warte kurz. Ich simm das noch. Die Wahrscheinlichkeit. Nee. So, wir werden das upgraden auf Maximum. So, wir müssen ja vergleichen, Max upgraden, das ist klar. Also das ist upgegradet Maximum versus das upgraded auf Maximum. Das sind 6 Item Level versus das auch noch katalysiert. Ja. Fuck, das wird locker über 400 DPS sein, Bro. Das sind locker 500. Locker 500, Bro. Bro. Bro, 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 bro. Bro, bro, mach nicht diese. Was sagt ihr? 420? Ich sag, was ist denn das? 6 Item Level auf Umhang ist schon big. Ich meine, das ist zwar Haste Master, die Stats sind gar nicht so bad. Ich sag sogar 600. Ich sag 602. 602 DPS sag ich. Okay, so. Mal gucken, wir gucken, wir gucken. 1000? Nein. Knapp 600, 600, 531. Mal gucken, wer am nächsten dran ist. Ihr habt noch Zeit, komm. 3, 2, 1, ab jetzt nicht mehr. Vorbei. Es ist ein Upgrade. Bro, was? Digga, wer 1200 Disketten-Junkie? Bro, wo ich gesagt habe, das ist zu viel, das ist genau richtig. Disketten-Junkie. Sü, Digga. Disketten-Junkie hat gewonnen. Ach so, stimmt, warte kurz. Ja, ja, warte, warte, warte. Stopp, stopp, vorbei, vorbei. Du hast recht, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Das ist verglichen mit dem Current Gear. Aber es wäre trotzdem 866. Es wären trotzdem 866. Okay, wer war bei 866 der Nächste? Ich habe 602 gesagt. Fucking Mike hat 603 gesagt, du fucking Cheater. Wer ist der 8... Wer war es? 8000, ja schade, das ist eine nur zu viel. 624, Wurst, als ob Wurst gewinnt. Ne, Icy hat 680. Jemand über 680. Wenn über 800, dann zwei saufen. Ne, crazy, sowas machen wir nicht. Hat er gewonnen? Icy, 1980 hat gewonnen, ne? Sagte 700x. Stimmt. X-Nexo, du hast mit der 700 gewonnen. Ja. Es ist keiner über 700 und keiner bei 900. Ja, X-Nexo hat gewonnen. Gratulation, Buddy. X-Nexo, du darfst entscheiden, ob ich einen Shot Tequila oder einen Shot Haselnuss-Schnaps trinken soll. Ja, du darfst jetzt entscheiden. Ich hole die Flasche. Nein. Ey, lass ihn entscheiden. Bring den nicht auf Ideen. Bring den nicht. Warte, Gabul sagte zwei... Warte mal, was? Warte kurz, was? Gabul? Wo? Ich sehe den nicht. Hat er wirklich? Doch, da oben, ja. Gabul, Bro. Hat er sich nicht... Doch, Moment, sorry. Aber Gabul hat gewonnen. Aber er ist sogar zweimal gespammt. I'm sorry, Gabul. Egal, Nexi entscheidet. Nein, Gabul, du darfst entscheiden. Gabul, du darfst entscheiden. Okay, Gabul, du bist. Egal, nein, du darfst entscheiden. Du bist der Gewinner, mein sorry. Mein Bett. Okay. Ich hole schon mal beides. Du darfst in der Zeit schreiben, Chat. So, Vorsicht, ich habe jetzt hier den Doppelten.
das ist der, der bis 4 CL geht, ja? Das heißt, wenn ich da nur die Hälfte fülle, dann ist das schon ein Doppelter. Und 4 ist ein 4. Also, ganz kurz, eine Sache muss ich loben. Wisst ihr noch, als wir letztes Jahr haben wir den Schnaps geholt und gesagt, der soll ein Jahr halten. Dann haben wir am Dezember, genau zum letzten GCO, wurde die letzte Flasche leer, also wurde die Flasche leer gemacht. Dann haben wir direkt die neue bestellt und dort haben wir auch gesagt, die sollte auch ein Jahr halten ungefähr. Dann haben wir schon in den ersten zwei GCOs im Januar, Februar, haben wir die schon halb leer gemacht. Aber es ist mittlerweile Mitte März und sie ist immer noch zu 10% voll. Also wir haben ein Quartal durchgehalten, immerhin, ist gar nicht so bad. 1 und 2 CL, ja, aber nicht bei mir, Bro. Bei mir sind immer 1 CL einer. Ne? Hey, weg da, wie das. Okay, hat er sich Dings entschieden? Hat er was geschrieben? Geht beides? Beides geht auch, ja. Dann mache ich eine Mische. Okay, machen wir Mische. In der Zeit spinnen wir den Deal. Und jetzt darf ich nochmal DPS kommen. Ich merke jetzt schon, wie ich das nicht... Ne, Heal. Okay. Wir loggen auf Heiler. So, einer schon mal, also die Hälfte. Wir loggen auf Heiler. Druide, ne? Druide hat auch geheilt. Viele wollen immer Druiden-Heiler-Keys sehen, aber Druiden-Heiler-Keys sind einfach langweilig. Bist du ganz eine Katze. Das war nicht 3 von 3. Hä? Warte, das war Heiler. 1 von 3. Gerade eben mal DPS. Schamane DPS, hallo. Hallo. Hallo? Guten Tag, sind Sie da? Hallo. Na, wer hat's hier schon? Okay, das reicht. Ruhe. Geht beides, trotzdem das gerne. Ja, es macht irgendwie, keine Ahnung. Der Tequila, so, das ist jetzt der Shot. Ja, ist ein bisschen runter, ja. Ist jetzt, warte mal, der Schreck, halt mal gerade dann. Boah, das ist so schwer in der Kamera, das auszurichten, weil es halt nicht so spiegelverkehrt ist wie im Spiegel. Mach mal jetzt gerade. Hallo. Okay. So, siehst du, erreicht den Strich. Siehst du, los gerade, erreicht den Strich. Halt den Strich, da ruhig. Boah, das... Junge. Boah, das geht schon richtig potent in die Nasenlöcher. Ich bin jetzt schon betrunken, bitte lass mich das nicht trinken. Wenn Upgrade, ich saufe. Komm, machen wir auf. Ist mir scheiß, ich will nicht labern. Ich mach einfach. Ich weiß, was für ein Speck habe ich. Balance, ja. Wegen Chinke. Wenn das Chinke drin ist, dann ist es vorbei. Ein Hut ist drin. Ein Hut. Brauch ich aber. Big. Ja, nimm mir mit. Wer so Master spielt, ja, dann da. Okay, Prozent. Auf euch. Bis, das nicht bis. Alles bis. Jedes Item bis. Gar kein Problem. Einfach jedes Item bis. Schmeiß weg. Will mein Kiefer, den ihr seht, hat 10 Shots. Geht aber noch, aber Heiler vielleicht nicht so. So, Prost, Jungs, auf euch, auf die Gesundheit. Auf den März. Was gibt's diese Season? Ich wollte Monat sagen, ich habe Season gesagt. Was gibt's diesen Monat an Feiertagen, wollte ich sagen. Und wollte auf den Feiertag anstoßen. Ostern zum Beispiel, oder war es schon? Ich weiß es nicht. Und ich habe gesagt, was gibt's diese Season? Mann, welche Season ist Ostern, Leute? Bro, ich darf nicht so viel von der Kiste hängen. Das ist ungesund, ehrlich. Hör auf. Warte mal kurz. Ich hab doch schon einen guten... Nein! Fuck! Ich hab doch schon einen guten Dagger mit Dint. Oh Mann, warum? Egal, scheißegal. Jetzt ist es vorbei. Ich war ja schon in Heal-Gear. Ich sehe gerade. Warum habe ich denn den Shit noch in der Tasche? Bah, ist das eklig. Wer ist am Master mit Speed? Werde ich das ever anziehen? Maybe als Eule, keine Ahnung. Aber den können wir wegschmeißen. Der ist, was man will. Diese Season gibt es auch den großen Style-Check. Style-Check? Was für ein Style-Check? Habe ich nicht verstanden. Bis saufen, Downgrade saufen, Upgrade saufen, Sidegrade saufen, gar keine Volt auch saufen. So, wir rollen. Aber ich muss noch trinken. Ja, ich trinke jetzt. So, Prost. Nase zu. Zwei, oh.
2 von 3. Ne, 5. 2 von 3, das resettet. Das resettet. Der kann noch heilen. Der kann nicht heilen, der kann nicht heilen, der kann heilen. Wait, ich hab doch schon Kiste aufgemacht, oder nicht? Hä? Hä? Warte kurz. Hab ich nicht rausgenommen? Buggy? Oder hab ich noch eine zweite Kiste? Manchmal. Das ist schon mal passiert. Dann hab ich irgendwie eine Kiste vergessen. Geh lieber Zähne putzen. Was? Meinst du noch den Joke von damals, wo ich so besoffen war, dass ich Zähne putzen gehe und dann statt hier mich wieder hinzusetzen, schlafen gegangen bin? Boah, da warst du noch gar nicht dabei. Da warst du noch gar kein Teil der Community. Hä? Warst du noch nicht? Zweite Kiste einsaufen? Ah ne, ich hab's nicht rausgenommen, deswegen. Ich hab's nicht rausgenommen. Ja. So, zack, jetzt aber. Wolltet ihr den jetzt mit Dings haben oder nicht? Wollte der den Katalysator? Great Wolf? Crit Mastery? Der Great Wolf, das ist der Katalysierte, ne? Ja. Müssen wir noch machen. Erinnere mich morgen dran, dass ich den katalysieren wollte nochmal. Ja. Nochmal upgrade. Nein. Wie sick, Digga? Nein, nochmal upgrade rausgezogen. So, es war jetzt, warte, bevor ihr mich verwirrt, es war jetzt 2 von 3 Heiler. Das heißt, wir müssen Heiler picken. Monk kann heilen und Paladin kann heilen. Wer von den beiden soll aufmachen? Komm, ihr dürft entscheiden jetzt. Monk, ja, guck mal, der Prinz hat es erfasst, richtig. Denkt dran, morgen 11 Uhr ist Warentag. Was ist Warentag? Das hat bei mir nie funktioniert bis jetzt. Ist das schon wieder so weit? Seit wann ist das ein Ding? Das war in meiner Kindheit, gab es sowas nicht. Diese Warntage ist doch da, wo diese Handys und so ausrasten sollen und Televisionen und alles. Habe ich noch nie gehabt. Mein Handy ist einfach stumm. Ich war auch auf der Kirmes nicht, aber ich war auf dem Jahrmarkt. Und dann gab es ja diese, kennt ihr die, wenn ihr auf dem Frühjahrsmarkt seid oder so? So ein bisschen größer mit so kleinen Kirmesattraktionen, so ganz kleine, so für Kinder, so in Bahn und so. Da gibt es auch immer diese ausländischen Verkäufer, die dann so Lederwaren, Taschen, Schmuck und so Modeschmuck immer so eine Scheiße verkaufen. Und da war auch so ein Handystand, der war voll. Galaxy 25, iPhone 12, 13, 15, 18. Und ich bin hin und hab gefragt. Das ist mein Handy, guckt euch das an. Warte, das ist hier das Ding. Hier in der Seite ist der Knopf ausgefallen. Hier, das ist mein Handy. Das sind meine Notifikationen nach einer Woche Handy nicht anfassen. Das sind meine Notifikationen, nach einer Woche Handy nicht anfassen. Null. Ich habe mit meinem Handy nichts zu tun. Mein Handy ist dead. Das ist ein Samsung J5 oder keine Ahnung. Und dann habe ich ihn gefragt, ich so, hast du eine Hülle hierfür? Und er hat mich so ausgelacht, Digga. Er hat gesagt, dafür hat er nichts. Ich brauche ein neues Handy. Klapphülle, Bruder, bist du Ü50? Warte, ey, warte kurz, das kommt doch aus der Zeit, wo ich Schornsteinfeger war, da brauchtest du das, weil sonst konntest du wegen dem Ruß nichts sehen. Das ist aus der Zeit noch. Das hat eine Absicht. Deswegen wollte ich ja eine neue Hülle, weil ich nicht so als Boomer dastehen will. Aber jetzt eine Sache, es haben ein paar Leute hier im Chat schon gesagt, komm, ich gebe dir mein Handy einfach. Und ich habe gesagt, nein, brauchst du nicht. Mittlerweile würde ich das Angebot gerne annehmen. Hat jemand von euch ein Handy, was jetzt, keine Ahnung, ein bisschen moderner ist als das, was er abgeben will? Dann meldet euch bitte bei mir. Ich will euer Handy haben jetzt. Aber kein iPhone. Bitte nur Samsung oder was anderes. Aber ich nicht iPhone. Nokia 32. Ja, so. Hey, das soll aktueller sein. Das soll aktuell sein. Ich habe noch ein richtig schönes iPhone 4. Muss gerade googeln, was ein Warntag ist. Ja, das ist doch dieses, wo die, keine Ahnung, Nuklearangriffssimulation, ähnlich wie Feuerprobe. Wisst ihr noch, Feuerdingswarnung in der Schule? Wo du wusstest, geil. Einfach schon schön nichts machen. So, was hatten wir gesagt jetzt? Heiler, ne? Monk oder Paladin? Was hat jemand das gesagt? Monk hat gewonnen. Monk. Okay, wir gehen auf Monk. Wir gehen auf Monk. Let's go. Da. Ich schicke dir mein altes Haustelefon zu. Nein, ich meine das ernst. Wirklich. Wenn ihr so noch ein Handy rumfliegen habt. Ich weiß, dass heutzutage ein Handy gebraucht zu verkaufen schwer, oder? Geht das?
Kleinanzeigen eBay. So, kann man hier alle akzeptieren. Ja, halt die Schnauze. So, 48282, das ist meine Stadt. Was suchst du? Handy. €8. Junge, das ist moderner als meins. Junge, für 8, schmeiß es doch in den Müll. Imagine für 8 Euro so einen Artikel aufsetzen und dann den Stress sich antun mit den Leuten, die dir auf den Sack gehen. Hallo. Diese Handy ist noch da? Kannst du schicken? Aber ohne Porto, okay? Name? Schlacht ne Meshtemetsch? El Ahmut Tadelim. Buchstabieren, was das? Nein. Schick, wohin? Dubai, Dubai. Ja, aber ohne Versand. Schick so, okay? 2 €. Letzter Preis. Ich hätte so auf solche Leute schon gar keinen Bock, dafür so einen scheiß Artikel reinzusetzen. Schmeiß den Müll, die Scheiße, Alter. Ich bin keiner, der mit Wegwerfsachen. Ich bin gerne für Recycling und Reparatur, aber bei solchen Geschichten. Cousin kommt ab. True, Alter. Okay, morgen mein Kollege kommt abholen. Okay, morgen. Hast du es von Akira Toriyama gehört? Nee, Bruder. Haben wir gepostet. Off topic. Schreib jetzt F in den Chat hier. Reagier bitte jetzt. Das, der hat uns geprägt. Was habe ich davon gehört? Natürlich habe ich davon gehört. Okay. Chat. Machen wir als Tank auf, als Windwalker? Ich weiß gar nicht. Machen wir als Heiler auf, oder? Ich brauche noch Heiltrinket, habe ich auch schon. Wir machen einen Windwalker. Keine Ahnung, wir machen einfach auf, Land. Wir machen auf, wenn gute Seite drin ist, trinken. Okay, dann sieh sie. Warum hat denn eine 7er Volt Mythic? Wait a second. Ey, warte mal. Hab ich komp... Oh. Ist das gut für Ding? Nee, ne? Das ist Ass, glaube ich, ne? Die Serpent ist richtig Ass, glaube ich, für Wind, oder? Ja. Ist das nicht mit Haste irgendwas? Ne. Was ist das? Crit Haste mit Sockel. Wäre gut für Missweaver. Was ist das? Waffe brauchen wir nicht. Oder? Ja. Ja. Holy shit, das ist alles bis 4. Holy shit! Das ist alles Ultra Biss! Wenn da 4x Armschienen drin wären, würdest du auch sagen, 4x Biss, ne? Sim höher 400. Das, die Serpent Idol, ist sie irgendwie gut? Dann nutzen wir auch meine Seite für. Komm, machen wir schnell. Monk. Discoin runter. Da, da unten ist Ass. Brewmaster. Taucht nicht mehr auf, auch Ass. Also die Serpent Coil ist schon mal Ass. Nehmen wir entweder die Armschienen, damit wir schon eine gesockelte Armschiene für Heiler haben, weil dann ein Haste-Ersatz drauf ist, weil das Ding jetzt nicht für Heiler so gut ist. Oder wir nehmen hier den Sockel raus. Nee, wir nehmen das für Heiler. Dann haben wir schon mal Sockel mit links und nächste Woche, wenn wir eine 2 Volt haben, dann nehmen wir daraus den Sockel und machen das auf den drauf. Okay? Okay? Okay. Okay, mashallah, Brody. Easy peasy. Aber nichts trinke. Nichts trinke dafür. Das ist secondary. Ist abge. Nein. So, wir spinnen the wheel. War das 2 von 3 Heiler? Wenn jetzt nochmal Heiler kommt? Ja, ne? Tank. Wir haben noch 4 Tanks. Demon Hunter Tank. Komm, machen wir Demon Hunter Tank. Demon Hunter Tank ist wichtig. Der will immer noch pushen. Wann? 2050. Ich kann es euch nicht versprechen. Eigentlich wollte ich heute pushen, aber wir haben uns so verquatscht.
Der braucht noch das Tank Trinket. Wenn Tank Trinket drin ist, dann mache ich noch eine Dürüm hat er. Bruder, ich habe so Hunger gerade. Ich habe so Hunger. Ich würde ein Dürüm. Ich kann, ehrlich. Kennst du diese Schnellesser? Die Jungs, die so 10 Burger oder so. Habt ihr das schon mal versucht? Selber mal so eine Challenge zu machen? Fress so viel du kannst. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Ich schon. Ich habe immer gewonnen. Weil ich kann wirklich viel essen. Mittlerweile wahrscheinlich nicht, weil der Magen verkleinert ist. Aber sobald ich mal abgenommen habe, dann machen wir ein Cheat Day. Ich bestelle legit, ich gehe und ich mache Real-Livestream. Im Auto, ich setze mir so eine Dings auf, so eine Kamera auf den Kopf. Hier so. Und dann gehen wir bestellen. Bei Mc's. Real-Life. Und ich bestelle 100 Nuggets. 100 Nuggets. Schreibt mal rein von einer Skala von 1 bis 10. 100 Nuggets. 1 würde ich never ever hinbekommen. 5. Vielleicht 10 locker, easy. 100 Nuggets, gar kein Problem. Schreibt mal rein, was ihr denkt, was ihr über euch, ob ihr das hinbekommen würdet. 100 Nuggets. Und 2 Shots auf Wodka. 1, 1, 1, 12, 1, 10, 1. Also entweder die Leute sind sich super sicher, dass sie es entweder auf gar keinen Fall schaffen oder auf jeden Fall schaffen. 40, kein Ding. Weil mittlerweile Fettsack. Wie lange habe ich Zeit? 40 Minuten Maximum. Welche Soße? Alle, egal, so viel du willst. 40 sind machbar oder 50, aber nicht 100. 100 ist übel. 100 ist nicht wenig. 100 locker, 50. Okay, mach. Versuch. Ich hätte so Bock, mit euch eine Challenge zu machen. Ich hätte so Bock darauf, euch kotzen zu sehen. Oh, Junge. In 40 Minuten kein Thema. Ehrlich? Kriegst du runter? Furious Pete lacht. Ja, für den ist ein 100, ist es eine Beilage. So, wir machen auf, Chat. Wir machen also defensiv auf. Und wenn Ticket ist, dann exit die Flasche, okay? Oh, warte kurz. Oh. Boah, nee. Boah. Einen großen. Okay, wir machen einen großen dann. Auf geht's. Trinket. Super. Müll. Aber Sockel. Wait, brauche ich nicht sogar Sockel? Ich glaube, ich brauche sogar Sockel. Ich brauche Sockel. Ich habe vorhin gesagt, ich brauche sogar Sockel. Warte. Ich glaube, das war der Schaf. War das der Schaf? Bitte sei der. Ja. Yes, wir haben einen Sockel. Sockel, Schmockel. Die Sache ist, packen wir das da drauf? Ja, ne? Ist der beste Ring, oder? Der Ring gut, oder? Crit, wäre er gut? Packen wir es da drauf? Sockel ist Biss? Nein. Wieso finde ich das witzig? Hört auf, das ist nicht witzig. Nicht alles, was... Oh, Staubkorn auf dem Boden. Oh, Biss. Mm. Nein. Wir gucken ganz kurz, was die Dudes hier anziehen. Ring. Nee, da, irgendwo da. Paar. Hergestellt und Kallus Dominance. Den habe ich sogar, Kriteris, oder? Habe ich den nicht? Ja, den habe ich sogar mit Avoidance. Junge. Und der andere Ring wäre gecraftet. Oder der hier aber halt, ich habe den halt in groß. Deswegen ist er fein. Der ist schon big. Ja, das macht schon Sinn. Ich habe den in Erwachsenen hier, guck. So, zack, bam, bam, Junge. Easy. So, dann packen wir noch einen Gem rein. Crafty. So. Easy. Okay, aber dafür wird aber trotzdem keiner getrunken, weil ich habe extra 4 Keys gemacht. Mussten wir wegen Chance auf das Trinket für Fyrak. Und ich wollte halt mindestens 4 Dinger haben, damit ich einen Sock habe. Jetzt ist er nämlich voll gesockelt. Jetzt ist easy peasy. Gar kein Problem. Hätte Dahl es auch nicht verkackt, hätten wir jetzt auch Führer genommen mit dem. Dann habe ich schon CE mit 1, 2, 3, 4 mit dem, 5 mit dem. Das war's, ne? Nur 5. Ich brauche mehr CE. Leute, wenn ihr eine Gilde seid, die regelmäßig Führer tötet, ich will mitkommen. Egal womit. Ich spiele alles Chars. Easy. Gar kein Problem. Ich will auch kein Gear. Ich will nur mitkommen. Einfach so. Meldet euch bei mir. Discord. Ich kann Freitag und Samstag reden.
sonst nicht mehr. Alle anderen Termine sind voll. Okay, wir haben noch Charles. Das war Tank. Wir würfeln nochmal. Ihr hofft auf Tank. Ich hoffe auch auf Tank. Komm, Tank. Shit, Heiler. Paladin ist der Einzige, der noch heilen kann. Wir gehen auf Paladin. Paladin hat nichts gemacht letzte Woche, außer ein M-Plus-Dungeon. Paladin hat diese Woche aber 9 von 9 Mythic und ging erstaunlich gut. Paladin ist insane tanky. Hat Spaß gemacht. War giga geil. Und er bräuchte eigentlich nichts mehr. Er ist jetzt fertig. Er ist schon richtig gut. Enhancer hat kein CE. Ja, aber der hat den Boss so gut gedauert. Deswegen. Also der hat jetzt original kein CE, aber mit CE meine ich, dass ich mit dem Boss schon Fjord gemacht habe. Daumen machen oder nicht, ist jetzt nicht wichtig, aber ich kenne die Timings, ich kenne die Movements, ich kenne meine Death-CDs. Der Fight ist durch. Ja, aber ja, er hat noch kein CE auf dem Blatt Papier. Ja, ja, ja. Aber wenn die Leute sagen, hey, pass auf, kannst du mal aushelfen, dann könnte ich sagen, mit Sicherheit so, mit Enhancer, ja, okay, kein Problem. Der hat schon den Boss drauf. Ja, zum Beispiel, das könnte ich nicht mit dem Rogue. Mit Rogue, keine Ahnung. Oder mit dem Hunter. Null Plan. Müsste ich komplett neu einspielen. Aber mit Enhancer, da weiß ich schon. Easy peasy. Gut, was machen wir hier? Wir lassen mal auf Holy. Weil, oh, nee, Tank Trinket. Gib mir Tank Trinket. Warum bin ich so ein komischer Wicht hier? Was ist das? Warum bin ich... Okay, wir machen auf. Es geht los. Ausrufezeichen, Raffle in den Chat. Wir haben noch 3 Kisten, dann gibt es ein Giveaway. Scheiße, mach auf. Trinket. Oh, aber gut. Oh! Um 18 Uhr. Um 18 Uhr 25. Vor ungefähr 6 Stunden. Habe ich mich entschieden, mit dem Paladin zu tanken. Den Raid. Dann bin ich hier hin und habe gesehen, der hat noch genug Aspects. Und dann war ich immer überlegen, entweder ich werte mein Schild auf oder ich crafte mir einen Ring. Weil ich hatte bis dahin nur den hier an. Und dann habe ich mich dazu entschieden, den Ring zu craften. Weil Ring kommt mit besseren Stats und einem Sockel. Und dann war mein Gedankengang, aber was ist denn, wenn heute Abend im GCO ein Ring drin ist mit Sockel? Und dann habe ich innerlich für mich gelacht und gedacht so, Bro. Warum? Ich trinke aus Trost, Digga. Ich schwöre, ich trinke aus Frust, Digga. Ist mir scheißegal, Digga. Ich muss meinen Frust runter... Ich hab keinen Bock. Jungs, auf euch. Oh mein Gott. Ah. So. Welchen ziehen wir denn aus? Den hier? Nee. Der hat die besseren Sets. Wir ziehen dann den aus, ne? Wobei, der hat mehr Haste, aber da ist Sockel jetzt drauf. Komm, wir ziehen den. Ist schon fein. Ist fein. Amena. Ich muss mal Sim actually, welcher von den beiden besser wäre dann, ne? Maybe ist er gar nicht so gut, aber es geht genau deswegen, weil ich diesen Stress mir nicht antun wollte. Sondern, ah, come on, man. Come on, oh, geiler Mock. Oh! Jetzt komme ich auch in Feierlaune, Jungs. 487,06. Let's fucking go. Boah, ich hab richtig Bock zu saufen und zu feiern jetzt. Kommt ihr mal vorbei, Wochenende? Wir gehen feiern. Ich komme zu euch in die Stadt, wir gehen raus. Mach ich wirklich. Wenn jemand nicht zu weit weg wohnt, wir machen Deal. Ich komme zu euch vorbei, ich vorsaufen bei euch. Right? Und wer macht jetzt jemand? Wir machen dann Fotos und schicken dann bei uns im Discord. Köln. Ja, Köln ist schon weit. Wer am Wochenende Party macht, feiert. Ich hab wieder Bock zu feiern, ich hab so lange nicht mehr gefeiert. Wer sagt so, ja, ich mache eh eine kleine Fete. So, wichtig ist nur, wichtig, das darf keine Sausage-Party sein. Habe ich gar keinen Bock drauf, ja. Wenigstens so 50-50, so ein bisschen geselliger. Ja, so drei Dudes, die mit Monster Energy und einer Zigarette im Mund da sich gegenseitig runterholen.
Das ist keine Party für mich. Party muss schon 50-50, okay? So, und wenn ihr Münster, ja, Münster bin ich sofort dabei. Ich schwöre, ich bin sofort dabei. Ich komme vorbei, ich bringe mein Alk mit, ich bringe auch noch ein bisschen mehr mit, ja, keine Sorge. Holi und so, also keine Drogen, nicht, dass ihr jetzt... Das hört sich... Ich bringe ein bisschen mehr mit noch. Das hat sich ganz falsch angehört. Ja, und dann komme ich vorbei. Und ich habe ein Angebot für euch. Ich trinke nicht. Deswegen kann ich fahren. Also wenn ihr noch einen Fahrer sucht, dann bin ich da. Das Einzige, was ich will, ist mit coolen Leuten, die ich kenne. Weil Fremde sind komisch, ne? Aber ihr kennt mich, ja? Ja? Osnabrück? Ja, Osnabrück, Münster, alles klar. Auf jeden Fall. Wenn ihr feiert, ich komme vorbei. Wirklich, meldet euch. Warte mal, habe ich dieses Wochenende Zeit? Warte mal, was ist dieses Wochenende? Warte mal, ein Wochenende habe ich keine Zeit. Ja, habe ich noch Zeit. Passt. Was steht denn hier? Privat J5. Jetzt weiß ich endlich, was es ist. Es ist ein Samsung J5. Da steht's. Ich habe ein J5. Mit Leuten, die ich nicht kenne, aber ihr kennt mich ja. Ja, genau, ja. Warum trinkst du nicht? Ich trinke keinen Alkohol. Warum? Du trinkst nicht ausgeladen. J5? Holy shit, das halt. Doch, ich bin damit unterwegs. So, wir würfeln. Fuck, was war das jetzt gerade? Keine Ahnung. Ihr habt hoffentlich den Track. Ich hab vergessen. Nicht, dass ihn sein Auto kotzt. Ne, ja, dürfte die Zündung auch. Aber müsste selber aufgeschrieben haben. Tank. Okay. Komm, machen wir den DK zuerst. Los geht's. Wann hast du aufgehört zu trinken? Respekt. Ich war noch nie so großer Trinker. Bei Feten. Wirklich nicht. 3 von 3? Nein, Tank ist nicht 3 von 3. Fahrrad tut dich entsetzen? Nein, was für Fahrrad? Du trinkst nicht, du vernichtest. Ich trinke keinen Alkohol. Bro, das sind Kleinstmengen, Jungs. Ich habe, guck mal. Ich habe so viel getrunken. Das ist, tut nicht so. Die Hälfte von euch vernichtet so ein Ding an einem Abend. Ich trinke wirklich so gut wie gar keinen Alkohol. So ganz, ganz, ganz wenig. Und zum Feiern eh nicht. Doch, eigentlich schon, aber jetzt halt nicht, wenn ich fahre. War nur ein bisschen. Ich habe heute Main Raid dasselbe gemacht. Außerdem Bubble Taunt im P3 letzte Option, nicht zu sterben. Tank it into Seed bei 5%. Digga, nicht dein Ernst. Wieso? Sei doch ruhig. Sag das doch nicht. Als ob du das noch sagst. Wenn Trinket drin ist, ich exe. Auf geht's. Das ist das Einzige, was dieser Shit-Charmer braucht. Obwohl ich das nicht mal anziehen würde. Oh, das Trinket wäre besser, aber ist nicht drin. Ja, siehst du? Nur Müll. Müll. Nehmen wir noch einen Sockel. Nächste Sockel. Biss, ja. Sockel ist Biss. Jetzt habe ich schon 3 Sockel. Hier, komm. Weißt du was? Wir werden das nicht sockeln, wir werden das verkaufen für Gold. Komm, Gold. Einmal, zweimal, dreimal. So, guck hier. Gold. 1000. Das ist so frech. Das ist so frech. 3000 Gold für eine 6er Volt. Gold, das ist so frech. Da fehlt eine 0. Mindestens. Wenn nicht sogar 2. Es ist lächerlich, Junge. Okay, 2-0 wäre zu viel, aber eine 0 mindestens. Das ist. Das geht nicht. Das ist zu wenig. So, wir rollen nochmal. Wir loggen direkt auf den Warrior. Da kommt eh jetzt DPS oder Tank. Siehst du? Tank. Siehst du? Oh, warte mal. Ist das jetzt dreimal Tank? War das dreimal Tank jetzt? Seid ehrlich. Ja? Pala war Heal. Ja, Pala. Stimmt. Pala war Heal. Dann DK und jetzt Warrior, ne? 2. Das 2. Papa war hier. Papa. Pala war hier, ja, stimmt. Es war hier, ja, okay. Siehst du? Pala war hier, das Tank geöffnet. Ja, als was geöffnet, was er spielt, ist egal. Das ist ja, das geht da nicht. Also sind wir bei 2 von 3 Tanks, verarscht nicht. DH, DK und der. Aber der Pala war dazwischen. Immer wenn ein anderer. Jungs, immer wenn. Das geht da nicht. Immer wenn. Das ist nur. Wenn gechained wird. Boah, ich hab Bock auf Rust, Junge. Wie weit sind die Jungs? Ich hab Bock auf Rust. Bitte steht die Base noch. Ja, die Base steht noch. Okay, die haben sogar noch richtig gutes Gear. Perfekt, läuft. Die kommen auch mit der Base klar langsam, sehe ich gerade.
So, wir machen auf, Chat. Wir machen auf, wir machen auf, wir machen auf. Was mache ich denn überhaupt? Als was? Pott, ja. Wenn gut, dann trinken. Nee, es, wirklich es. Scheiße, es, scheiße. Nein, nicht geil. Natürlich bist du in dem Fight ein Sklave wie jeder andere hier. Boah, ich werde ein bisschen geil, ne? Ich bin Raid Lead und du bist verdammter Member. So, zwei Chars noch. Doc Fo und Doc Fo. Welchen Fo wollen wir? Wollen wir den harten F oder wollen wir den noch härteren F? Aus welchem Soundboard ist das denn? Aus meinem. Was ein Witz. Wir machen, komm, wir machen jetzt fertig. Wir ziehen durch. Wir machen Rogue. Rogue hat noch einen guten Deal. Warlock hat noch einen guten Deal. Weil Warlock hat auch Shit hier, aber mittlerweile Big Damn. So, da ist der Rogue. Geilste Transmog immer noch. Ich bin verliebt in dieses Transmog. Es sieht so geil aus. Ich liebe es. Es ist... Das Transmog ist insane. Weil das ist so typisch Warrior. Bronzemäßig, leicht verrostet. Das Transmog ist klar. Ist immer noch geil. Golden Dings. Die Waffe passt nicht dazu. Ne? Der ist zu alt. Das ist... Oh, der Transmog, das Transmog ist auch insane. Weil das sieht richtig sick aus. Die Legendary Dingswaffe mit dem BFA, mit der Keule hier, das passt einfach. Demon Hunter ist okayisch, ist halt Maw-Set, kennen die meisten noch. Aber ich finde es agil, ist cool. Druiden-Set ist auch ein All-Set an, die ist nicht so. Das Set ist geil, aber die Waffen sind falsch. Ansonsten finde ich das alles falsch. Priester-Set ist okayisch, ist ass, das ist okayisch, das ist insane. Sagt, was ihr wollt, aber das Set ist insane. Ich liebe es. Wahrscheinlich wird das mein Lieblingsset. Waffe S? Die Waffe ist geil. Hallo? Mit Rot? So mit Gift noch? Das ist dein Blut? Hat er dich... Wahrscheinlich finde ich die Waffen so geil, weil ich Osmane bin. Und die Osmanen haben Krummsäbel. Damit ist nicht der Penis gemeint. Damit sind die Waffen gemeint, die sie damals benutzt haben. Weißt du Bescheid? Ich bin schon betrunken, Digga, von zwei Schluck. Scheiße, Dreck. Wir machen auf jetzt. Auf geht's. Wenn gut trinken. Mit gut ist mindestens 400 DPS. Komm. Und wenn über 1000 DPS, dann trinke ich zwei. Ist nicht schlecht, ne? Der ist für Otlo nicht schlecht. Free Sockel, ja. Ja. Ja, nehmen wir raus. Oh, warte mal. Was habe ich gesagt? Wenn mindestens 400 DPS... Ein Sockel ist locker mindestens 400 DPS. Katalysator? Nee, Katalysator wäre Tierset-Kopf. Und Tierset-Kopf ist Ace. Haste Mastery. Ich brauche genau das Gegenteil. Ich brauche Crit Versa. Ja, hier. Ja. Sockel 1000, ja, das müssen wir jetzt simmen. Scheiße. Wir simmen. Mit Radiant Malignant. Warte, ich sockel das mal. Bro, das wird locker über 400 DPS, oder? Mit Sockel? Ich muss einen trinken. Ja, da. Ich muss locker trinken, ne? Wo ist der Kopf jetzt? Da. Okay, wir simmen. Über 400 DPS, ich muss einen trinken. Ach so, Verzauberung. Ja. Warte. Wo? Da. Wenn du 4 Sets nicht brichst, nee, brich nicht. Es ist besser. Es
800, ja. Es ist unter 1000. 800 ist übel. Ein Sockel ist 800 und leicht anderes Set. Das ist Haze mit High Versa versus der hier. Die Sache ist, Hood of the Perpetual. Warte mal. Können wir nicht sagen. At Socket. Da. So. Jetzt wird er denn. Jetzt wird er den Kopf auch sockeln, ne? Den hier. Sockel wie er dieses. So. Und dann sehen wir nur die Set-Unterschiede. Aber das zählt nicht. Also, das werde ich jetzt nicht als Ergebnis zählen. Ich will nur wissen, wie viel der Sockel ausmacht. Und wie viel nur die Sets ausmachen. Also es sind 388 trotzdem alleine nur durch die Sets. Ist okay. Weil da halt High Versa drauf ist, ne? Ja. 600 Versa ist gut. Haste ist auch fein. Okay, machen wir so. Oh, pop, 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 pop. Halt die Backen, Hand auf Nacken, was willst du machen? Ist das nicht der Ostboy, Dude? Das ist Slavik. Yo, warte mal kurz. Moment, Monka, was hatte ich da gesehen? Hab ich nicht gesehen. Das war Spielzeug, Leute. Das war Aufblaspuppe. Ne, ich mach's nicht besser gerade. Das war nicht echt. Das war Fake. AI. Das war, die hatte 5 Finger. Nee, 6. 5 Finger. Was? Ich glaube. Die waren nicht echt. Die hatte 5 Finger. Oh, nein. Wirklich? Hat er nicht auch einen Ring auf dem Sockel gesehen? Nein, Ried Transmog. Oh, true, ein bisschen Transmog. Doc, wo ist dein Blut? Im Kopf wohl nicht mehr. Wo? Mein, ist verdunstet. Verdunstet. Weg, weg. Ich will feiern gehen, Jungs. Ich hab Bock zu dancen. Wochenende ist bald, ne? Wochenende, komm, dann gehen wir dancen. Okay, wir machen auf. Letzter Char. Chat, ihr wisst Bescheid. Ich habe die Challenge gewonnen. Gestern waren wir Key mit 2 Baller-Dudes und wir haben die abgezogen, weil dieser Char mit diesem Shit-Gear richtig blastet. 351k overall mit diesem Shit-Char. Und wenn der jetzt Gear bekommt, Mashallah, gönn mal 2000 DPS. Richtig schön auf Nacken. Gönn alles, komm. Und ich schwöre dir, dann exe ich die Flasche. Okay. Flasche wird geext. 2000 DPS. Yalla. Auf geht's. Letzte Key des Abends. Dann gibt es ein Giveaway zu gewinnen. Außer den Raffle. Letzte Chance. Auf geht's. 2000. Plus, minus 10%. Ah, Bro. Das will keiner haben. Ja. Oh. Ist da Crit Versa drauf auf dem Ding? High Versa? Einfach nur wirklich High Versa. 700 Versa. Ja, geht. 300 Versa. Warte. Was würde ich bekommen, wenn ich. 0. Okay. Das wird jetzt schwierig. Das müssen wir simmen. Warte. Kann ich nicht, ne? Dafür müsste ich jetzt gucken, dass wir auf dem Ring hier. Oh, doch, geht. Gucken. Kann das High Mastery? Kann das S? Hab ich nicht gerade, ich hab nur aufgewertet, ne? Nimm den und craft den Ring mit der Mission. Genau das habe ich vor. Ja. Oh! Es ist aber nicht über 2k. Aber wir trinken trotzdem einen, einfach so, okay? Als Abschluss, Chat, ein ganz kleiner, ganz schneller. Einfach nur bei 1400 DPS, genau.
Nehme mit. Und dann craften wir den Ring um. Ja. Machen wir. Gültig, glaube ich, nur auf 486. Oh. Wäre besser. Rechne nochmal. Muss ich neu simmen? Wer kommt? Nein. 3 Item Level machen nicht 600 DPS. Ring auch. Ja, Ring bleibt ja. Das macht ja keinen Sinn, den Ring noch. Das muss so. Das ist nur Embellishment Recraft. Das wäre obviously über 2K. Aber 3 Item Level. 1900 ist ein Deal. Okay. Wenn 1000. Wenn das. Okay, machen. Okay. Okay. Ich gehe den Deal ein. Ist okay. Warum macht er nicht? Kennt er vor, Digga? Max All. So, ne? Gut. Wenn 1900, dann trinke ich rein. Ist okay. Ich denke nicht. 1400 bis. Das sind 500 DPS für 3 Item-Level, macht er nicht. Ah, das ist nix. Das waren. Das ist erstaunlich wenig. Why? Hä? Als ob 3 Item-Level nur 4 DPS ausmachen. Habe ich was falsch gemacht? Das ist der 86er mit Shadow Belt Class, Blue Silk Lining. Und das ist der. Machen 3 Item Level auf Gürtel nur 40 DPS aus? Das ist nix. Du hast plus minus 10% gesagt, also 1800. Ja, auch das erreicht es nicht. Plus 40 sind sie, also das ist viel zu wenig. Aber Margin of Error ist auch schon 200. Ne? Das kann einfach sein, dass das einfach hier ein bisschen höher ist. Bei dem anderen runter kann es schon sein. Kann schon sein, deswegen. So, aber. Fertig. Ich muss nur dran denken, dass ich das recrafte. Dafür müssen wir das farmen. Oh, Bro, wir müssen so viel farmen. Wir müssen richtig farmen. Okay, Flasche zu. Affe tot. Ne, Klappe zu, Affe tot. Wir machen jetzt das Giveaway, Chat. Jetzt wird das Giveaway verlost. Wer hat Lust? Der Gewinner darf gleich auch sich aussuchen, welchen. Also ich kriege erstmal den mit Abstand geilsten Geschmack, den es momentan gibt. Und zwar den Energy Toucan. Der ist mit Limette. Der schmeckt richtig geil. Den habe ich sogar bei mir privat sogar da vorne noch rumliegen. Halb leer. Also den kriegt ihr einmal. Und dann kriegt ihr einmal ein Holy Probierpaket mit Eistee-Sorten. Und ihr kriegt einen Shaker eurer Wahl. Und als Auswahl gibt es dafür... was gibt's denn dafür noch? Wir haben nicht mehr so viel übrig. Wir haben einmal den Gorilla. Dann haben wir einmal Schmetterling. Guck mal, die sind noch so neu, da sind sogar noch die Zettelchen drin. Dann gibt es einmal Piranha in Rot. Und es gibt einmal den ganz verschlossenen. Aber ist der schon benutzt? Warte kurz. Ach, der ist benutzt. Warte kurz. Den habe ich benutzt. Den vergeben wir mir nicht. Außer ihr wollt unbedingt. So, die drei haben wir. Ja, die drei Farben. Schwarz, Gelb oder Rot. Die dürft ihr aussuchen. Es geht los. Wer ist noch nicht? Giveaway. Erstmal beenden wir das GCO. Das war's. Nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche wird es auf jeden Fall auch noch ein GCO geben. Ja, also freut euch drauf. Aber dann wahrscheinlich das letzte Giveaway, weil ich habe da nichts mehr. Dann ist leer. Dann haben wir alles vergiveawayt, was wir von Holy bekommen haben. Das war eine Shitstorm an Auswahl. Sag mal Tschüss, YouTube. Und wenn ihr Tschüss, YouTube gesagt habt, dann Ausrufezeichen Raffle in den Chat. Denn es geht los mit dem Raffle. Bis dann. Ciao.